Ja, Bro. Also 44 brauchen wir nicht reden, kann man schon mal einpacken. Perfekt. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem weiteren Shopping-Vlog, Freunde. Heute wird wieder geshoppt. Wir sind momentan in Wien, im ersten Bezirk. Wenn ein neuer Laden öffnet, wenn es hier den Hype-Stuff am Start gibt, wenn hochpreisige Produkte verkauft werden, vor allem in meiner Stadt, bin ich natürlich am Start. Und wir haben uns zwei Tage vor dem offiziellen Opening auf den Weg gemacht, direkt zum neuen Hype-Mills-Laden. Bro, kannst du das auch dazu spielen, oder? Sind da direkt am Start vor dem Hypens Laden, der hat extra für uns geöffnet, damit wir vorab schon mal ein bisschen shoppen können, bevor die guten Produkte weg sind. Wir werden jetzt einfach mal reinschauen. Das ist der neue Laden, also ich bin schon sehr gespannt, was da am Start sein wird. Übrigens, Freunde, heute um 19 Uhr der Pre-Drop meiner neuen Kollektion M&M Art Destructeur. Also Freunde, schaut auf alle Fälle um 19 Uhr beim Shop vorbei. Das war auch schon der Plug, Freunde. Ich würde sagen, wir quatschen nicht länger rum. Ich hoffe, der Champagner ist eingekühlt und wir schauen zu einem weiteren Shopping-Vlog. Ich freue mich schon. Ja, du bist motiviert? Ja! Okay. Wir schauen mal rein, das ist alles noch verdeckt, aber behind the scenes exklusiv dürft ihr heute als erstes mit mir rein. Wie abgesprochen. Grüß Gott, grüß Gott. Oh, oh. Hallo, grüß Gott, grüß Gott. Hi. Du hast extra fesche Mitarbeiterin einstellen. Da. Was haben wir da? Nettes Hängen. Ganz nett, okay. M&M jetzt in Hypnitz in Wien am Start. Als einziger Store übrigens, gell? Also wer sich was von der alten Kollektion kaufen möchte, wer aber lieber online shoppt, die neue Kollektion shoppt, kann natürlich am Montag nur am Start sein. Na sicher. Okay, gut. Schaut sehr, sehr nett aus. Also gut eingerichtet in der Kürze der Zeit. Ja, also vor drei Tagen sind die Handwerker fertig geworden und seit zwei Tagen sind wir jetzt hier in Wien und ja, wenn ich den Laden morgen kommt noch die andere Hälfte der Ware. Also du siehst, es ist nur die Hälfte der Ware da. Es ist nur die Hälfte da? Ja, wir sind hier mit knapp 5000 Artikeln am Start. 5000 Artikel? Ja, momentan 2500 circa, genau Daumen. Okay, wie viele M&M Artikel sind am Start? Wie du sehen kannst, ich glaube unter 10. Das ist noch Samstag. Ja, Samstag. Samstag Opening, also wenn ihr das Video seht, am nächsten Tag in Wien geöffnet. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, du hast ein paar Produkte vorbereitet. Genau. Ich werde schauen, ob ich fündig werde. Gerne. Schaut auf jeden Fall sehr nice aus. Wir haben da gleich noch Off-White am Start in der ganzen Länge. Acne Studios. Ja, ich werde auch die Sneaker Wall schon vorbereitet. Oha, wenn ich mich da umschaue, sehe ich genau einen Sneaker. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Den habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Hellblau mit hellblauer Sohle. Ganz, ganz wild. Fabian, was kostet der? Warte, sag nichts. Liebe Leute, schätzt es mal in den Kommentaren, wie viel dieser Sneaker kostet. Wir klären es am Ende des Videos auf. Wir haben heute ein gewisses Budget, das wir heute spenden können. Ich werde mir ein paar nice Sachen aussuchen, mal schauen, ob ich fündig werde. Aber ich glaube, das werden wir schon zusammenbringen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Du hast gemeint, es kommen nicht nur Klamotten, sondern es kommt auch Uhren, wenn wir am Samstag da haben. Also Uhren? Rolex, Oliver Piquet, die Jungs vom Munich Wristbusters. Vielleicht kann man sich jetzt hier auch. Vielleicht ist hier der Fake. Nein, weil die Jungs vom Munich Wristbusters sind auch am Start. Ja, die sollen gleich überprüfen. Genau. Weil dann können wir Marc Geber aus dem Blut fronten, wenn die Uhren ist echt. Wer weiß, aber ich meine, wir gehen nicht davon aus. Genau, da haben wir noch Schmuck. Ich will es hoffen, Marc. City Optik Haus auch am Start mit den Cartier-Brillen, die auch jeder wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Und ja, jede Menge Special-Gäste sind auch am Start. Okay, zum Beispiel? Maximilian habe ich gehört. Balenciaga. Neue Season. Ja, ja. Ein bisschen ja, ja, sagt Ricœur. Sehr schön. Ich weiß schon mal, immer holt. Hier jede Menge Balenciaga. Also, das sind sehr, sehr geile Teile dabei. Wir schauen uns das nachher noch genau an. Ja. Von Engels haben wir hier am Start. Die gute Qualität von Antisocial Blue. Oh ja. Louis Vuitton sehe ich da gerade. Genau. Palm Angels. Represent. Represent. Kannst du sagen offiziell, was du zahlst für Represent? Nein. Schneiden wir natürlich raus. Genau. Cactus Jack, nicht gefüllt. Ist Spot. Frage, bevor wir loslegen, wo ist der Champagner? Für Shopping-Vlog brauchen wir Champagner. Da. Geht auf meine Kappe, habe ich vergessen. Gut, Freunde, das war's von diesem Shopping-Vlog. Wir sehen uns im nächsten Video. So. Mal loslegen, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben ja sehr viel Auswahl. Im Prinzip habe ich meine Favorite schon gefunden. Ich glaube, Fabian, ich nehme einfach mal so alles da, was da hängt, mit. Ich habe schon gesehen, wir haben da relativ viel Off-White am Start. Genau. Das heißt, der hat so ziemlich alles ausgepackt, was Virgin so rausgebracht hat.
Ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist fast die komplette Kollektion SS. Okay. Also von Mona Lisa Print bis hin zu dem, aus welcher Kollektion ist das? SS21. Ja. Das ist die ganze also Kollektion. Ihr habt die neuen Seasons auch schon im Start. Off-White, momentan was, was du feierst oder persönlich? Es kommt darauf an, also es gibt zwei, das Piece zum Beispiel finde ich ziemlich geil. Okay, in grün. Also ja. So ein bisschen auf Gallery Department angelehnt. Ein bisschen Farbklecksen, ja, sieht man jetzt immer öfter. Also sehr viel Off-White, Givenchy haben wir auch. Bin ich jetzt nicht so. Balenciaga finde ich ganz, ganz nice, weil auch dieses Shirt habe ich so noch nicht gesehen mit den 247 erinnert mich so ein bisschen an die Pants von Represent. Übrigens der Restock in China produziert. Ja, habe ich auch schon mitgekriegt. Das meiste per Represent, was die, also die Factory einfach woanders hinverlegt wird, wenn man auf die große Menge geht. Bei Balenciaga war es auch so beim Triple S. Erstmal in Italy, zwei Kollektionen später mal in China. Und ah, Preise erhöht. Chillig. Man kennt's. Und Preise erhöht. Das ist ein Shirt, ich sage dir ganz ehrlich, das habe ich schon gesehen. Beim ersten Mal hat es mir nicht so gefallen. Aber Sacre Coeur, du feierst es nicht? Doch, ist einer okay. Meiner. Ich finde es sehr, sehr cool. Also in M oder L, Balenciaga macht sehr hoch. Das heißt, also in M, glaube ich, müsste ich das mal probieren. Hast du das in M da? Sicherlich. Das ist eine XS übrigens. Das ist XS. Das ist XS. Das ist XS. Du wolltest so festhalten hier. Nein. Ja. Nur das hat zwei Löcher. Das Vintage-Design tatsächlich, der Kran ist auch total ausgefahren. Ah, okay. Okay. Ja, also ich glaube, du brauchst keine M, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere mal S, oder? Also XS, das, da traue ich mich nicht drüber. So, ich werde das mal anprobieren. Die Umkleidekabine gibt es schon, oder? Klar. So, dann werden wir das mal anprobieren. Also, I don't know, Leute, aber das ist eine S. Ich trage normalerweise eine L. Das ist natürlich krass, ob was heißt. Aber man merkt schon, die Ärmel sehr, sehr lange. Ja. Ich glaube, ich werde doch das XS anprobieren. Ich glaube, du bist doch kein S-Träger. Ja, jetzt geben wir mal das XS, bitte. So, XXS am Start. Ja, auf jeden Fall um einiges besser als... Ja, ist halt krass oversized. Besser als ein Stammschädel, sagen wir in Österreich. Der Print ist halt mega geil. Der Print ist cool. Ist wirklich der Print geil. Ist cool, aber es fühlt sich auch wirklich nice an. Ja. Aber das, dieses Sacré-Cœur-Muster und im Hintergrund finde ich eigentlich ganz cool. Also, ja. Kann man schon mal einpacken. Okay, wird gemacht. Und Freunde, ich habe bei Balenciaga noch ein Shirt gesehen. Ich hoffe, das ist vom Schnitt her nicht ganz so riesig. Keine Ahnung, Fabio, was du dazu sagst, aber dieses... Wo war's? Ja, oha, wie nice ist dieser Print. So auf Olympioniken angelehnt, so ein bisschen in die Richtung. Finde ich sehr, sehr cool, was meinst du? Ja, finde ich auch richtig geil. Ist das vom Schnitt auch so richtig? Oh. Finde ich auch krass. Oh. Okay. Ja, auch sehr, sehr nice, aber ich habe so viel schwarze Dinge. Ich glaube, ich muss weiß ein bisschen aufstocken. Ist das vom Schnitt her ähnlich? Ja. Ja, okay. Das heißt XXS. Auch das 449. Ja, Balenciaga Retail geht es ja noch um. Also letztes Jahr waren es 370 Euro, jetzt wäre es bei 450 Euro. Wahnsinn. Okay, sollten wir bei einem auch so machen. Ja. Okay, ich merke schon, Schnitt ist der gleiche. Ich habe mir noch nicht ins Spiel geschaut. Ja, Schnitt ist der gleiche, aber Print ist einfach nice. Ich finde die Idee cool. Ja. Es erinnert mich auch an dieses Ein Königreich für ein Lama oder dieses... Die Männchen da drauf, gell? Ja, so ein bisschen. Aber ich finde es einfach irgendwie nice. Also das finde ich fast noch cooler als das vorherige Shirt. Deswegen muss ich gar nicht lange überlegen. Kann man schon mal einpacken. Danke. Freunde, es läuft. Und wir sind erst bei Balenciaga. Schauen wir, was wir noch finden. Palm Angel ist das nächste am Start, oder? Ich liebe meinen Job. Palm Angels. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht mehr so der Palm Angels Fan, vor allem die Schnitte und so weiter. Und es ist halt doch immer irgendwo das Gleiche, auch wenn sehr viele Leute feiern. Neue Season SS21. Der Strick-Sweater. Ja, mit so aus. Aber so ein bisschen auf Misbehave angelehnt, oder? Ja, gut, klar. Oder Kapital und so, ja, ist gerade ziemlich hyped. Aber der Schnitt ist nice. Geil, mit diesem Reversed-Schnitt so ein bisschen. Eine M, okay. Hast du es in L auch da? Soll ich mal probieren? Okay, schauen wir mal, Freunde. Wie viel kostet der? 800 Euro. 800 ja. Euro? Einer der teuersten von Angels Sweater, die es gibt. Ganz neue Season, aber krass verarbeitet. Reverse. Auch die haben wieder die Preise angehoben. Ja, aber auch nur bei Strick tatsächlich. Ja, aber ist schon nicht schlecht. Aber geil. Sehr plakativ, aber irgendwie nice. Immerhin ohne Backprint. Also, am Back. Ja. Okay, das wäre jetzt eine M. Shirt ist relativ lang. Relativ, aber die Ärmel und so kommt ganz gut. I don't know. Ja, was sagst du? Top, Bro. Top? Ja, gefällt mir sehr.
Einpacken oder was? Auf jeden Fall. Kann man schon mal machen. Oh, wir sind erst beim zweiten Stand. Leg schon mal auf die Seite, kann man vielleicht schon mal einpacken. Kann man vielleicht schon mal einpacken. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Wir kommen jetzt zu einer Marke, die ich auch sehr gerne habe und auch eine Marke, die dir gut gefällt, gell? Welche? Represent. Ja. Ja. Was findest du cool, Yasin? Wir haben da so ein beige Shirt, so ein schlichtes. Oh, das ist ja schön. Ja, das habe ich dir gekauft. Was gefällt dir? Warte mal, schau ruhig durch ein bisschen. Was findest du cool? Ja, ich merke schon, Yasin relativ unschlüssig. Bitte schau Blick. Das findest du cool? Ja. Was ist das für eine Größe? Bitte einmal das in S. Kann man schon mal einpacken. Ui. Oh, echt jetzt? Ja. So, Freunde, wir haben da, weißt du was, du hast eigentlich gefühlt ein Drittel davon nur Travis Scott. Ja. Jedes Ding am Start. Und tatsächlich jede Kollektion. Travis Scott mäßig, gerade die Brauntöne haben es mir teilweise ein bisschen angetan. Super Sachen auf alle Fälle. Also auch in diesem bunten Ding, Travis Scott, auch die neuen Geschichten kommen jetzt sicher wieder rein. Ja. Auch dieser McDonald's Merch ist am Start. I don't know, so buntmäßig ganz nice. Aber ich weiß nicht, ich würde halt nichts mit Mackie drauf tragen. Ich auch nicht. Oder wie die Deutschen sagen, Mackes. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug Klamotten geshoppt, wir schauen mal zu den Sneakern. Weil gerade da, ganz ehrlich, die größte Bandbreite, die ich seit langem gesehen habe. Also wenn es um Off-White geht, um Sakai geht und um Jordans geht, sehr, sehr viel ist am Start. Den fühle ich extrem. In Schwarz habe ich mir den schon geholt. Aber wen ich von Anfang an gefühlt habe, war einfach dieser schlichte Weiße. Jetzt halt die schwierige Frage. In 43? Check ich kurz ab. Check's kurz ab. Ist gerade auf dem Weg von Deutschland nach Österreich. Wir hatten ein bisschen Lieferprobleme, aber der wird morgen oder übermorgen spätestens ankommen. Na, ich will nur Sachen, die ich nicht mehr kann. Oh, sehr viele Jordans. Freunde, ihr wisst, ich bin nicht so der Jordan-Typ. Die Low auf jeden Fall. Aber die High, ich fühle mich immer so, als hätte ich Kinderschuhe an. Circa gefühlt jeden Jordan am Start. Ja, vor allem so ein Dark Mocker ist halt momentan mit der begehrteste Schuh. Ja, geiler Schuh. Aber wenn wir da jetzt rüber schauen, auch dankmäßig. Du hast den Lamb. Du hast den neuesten hier gerade raus. Ja, brauchen wir gar nicht reden. Absolut. 43. Leider gerade nicht da, kommt aber morgen an. Liebe Grüße gehen raus an UPS, die ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich bereitet haben. Aber wir kriegen noch morgen 150 Paare Dunks geliefert. Kann man schon mal verschicken. Wird gemacht. Passt, der perfekt. Darf nicht fehlen. Perfekt. Und wer mir auch extrem gut gefällt, der Nike Dunk High. So ist es. Sehr, sehr schön. Clean. Erinnert mich fast an den Jordan 1er High, aber irgendwie anders, oder? Ist ein bisschen breiter geschnitten, aber sonst ähnelt er dem Jordan. 43? Ja. Ja? Sollten wir da, warte mal. Ich will immer hier. Aber der kommt auch morgen. Kann man schon mal verschicken. Gemacht. Boah, sage ich noch, ich will nur Sachen, die ich heute mitnehmen kann, aber schon langsam muss man auch Prioritäten setzen. Okay, krass, krass, krass. Okay, ja, auf jeden Fall. Yeezy, Yeezy, Yeezy. Aber es gibt sehr wohl noch einige, die den Yeezy absolut feiern. Zu Recht ein sehr gemütlicher Schuh, der einfach überall dazu passt und du hast gefühlt jeden am Start. Ja, sind wir stockt hier noch? Sollen wir noch irgendwas einpacken? Den finde ich zum Beispiel. Ja. Den finde ich Bombe. Der Dunk Low Pro in so einem Braunton mit Beige, Hennessy. Ah, wieder Alkoholiker. Was kostet der? 199. Also 199. Größe immer. Hast du den in 43? Sekunde. 42 und 44 könnte ich dir anbieten. 44. Naja, bei dem, was das für ein 44, das ist die 44, ja. Einfach mal reinschlupfen. Oh Gott. Ja, ja, könnt sogar. Ja, doch, 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 das kann man machen. Freunde, was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch der gefällt. Was sagst du, Jasen? Der sieht Bombe aus, ja. Ja, Bro. Also 44 brauchen wir nicht reden, kann man schon mal einpacken. Perfekt. Okay, okay. Den finde ich übrigens auch komplett nice. Das ist ja das Düssi Air Force. Das ist der einzige Air Force in Schwarz, der mir gefällt. Ich habe den beigen und der ist absolut nice. Du ich bin kein schwarzer Air Force Fan. Nee. Aber der, Bro, der ist nice. Nee. Sei das ich mir eingenau, schwarz nicht, ich weiß auch nicht. Wirklich? Na, sehr, sehr cool. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, Bro, für die Kürze der Zeit, in der du das... Was ist das für ein Shirt? Ah, Palm Angels. So ein bisschen in diesen Yeezy-Vibes, ja, oder? Jesus King. Finde ich ganz cool. Von dem hast du noch ein einziges, also ja, am Samstag schnell ist. Ja, genau. Sieht das noch ein Gatter. Sehr, sehr cool. Nein, im Großen und Ganzen muss ich sagen, Bro, für die Kürze der Zeit, in der du das aufgebaut hast, ich habe behind the scenes ein bisschen mitbekommen, welche Struggles du hattest. Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen kann, aber nice, wenn man im ersten Bezirk eine Immobilie mietet und dann die ganzen Lichter ausgebaut, ja, werden und so weiter. Steckdosen fehlen. Jetzt natürlich die Frage, wie viel kostet dieser Sneaker? Ja, 449 Euro, aber das variiert je nach Größe. Aber es ist einer der teuersten Jordan 1 mit tatsächlich. Aber auch einer der schönsten. Wir stoßen nochmal auf deinen Erfolg an. In den Reingläsern. Danke vielmals. Gerne. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier ein weiteres Video von mir und heute um 19 Uhr natürlich der Pre-Drop von MEM Vienna. Auch dann zukünftig hier in Heidnitz in Wien. In welcher Straße?
Traunsteingasse 10 in 101 Wien. Direkt neben den Steppel. Das war's von Fabian, das war's von mir. Euer Macht's gut. Maximilian.